Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt bzw. einem vielleicht Projekt, weil ich will es einfach mal anspielen. Es ist doch eher, glaube ich, so ein Minigame, wobei das Wasser ja schon richtig schön aussieht, finde ich. Ja, und zwar Windward von den Publishern oder Entwicklern Tasharan Entertainment. Genau. Und ich hab's jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal gestartet und will einfach mal gucken mit euch zusammen, wie das so ist. Ich meine auch, das ist das nicht mal irgendwie ein Android-Spiel gewesen fürs Handy oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mir das gerne anschauen mit euch zusammen. Ich habe bis auf Language Deutsch gemacht, habe ich noch nichts getan. Von daher, aber ich finde, das sieht schon richtig cool aus mit dem Wasser, hier mit der Spiegelung und so, mit den Wolken. Wir schauen uns das mal an. Vielleicht wird es eine Folge, vielleicht zwei, vielleicht gar keine. Oder wir kriegen vielleicht sogar 10 zusammen, je nachdem, ob es Spaß macht. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Alles klar, okay, wir legen mal los. Was machen wir? Einzelspieler. So, wir können jetzt... Aha, Spielername. So, und... Können wir denn hier... Kampagnenname? Wie? Kann man einen Namen ausdenken? World finde ich gut. Ich finde World gut. Hier kann man nichts auswählen. Hier auch nicht. Löschen kann man. Chase löschen. Nein, ich will das nicht löschen. Ich denke mal, wir... Tutorial gab es nicht, ne? Nee. Gut, dann glaube ich, hauen wir uns einfach mal ins Spiel. Auf geht's! Was? Weltoption? Spielerschiffe erlauben. Spieler dürfen... Okay... Gegenstandseigenschaften angepassten. Hochlevel Gegenstände. Aha. Permanenter Krieg. Nee, das will ich nicht. Befinden sich die Fraktionen immer im Krieg. Hört sich erstmal nicht gut an, ne? Herausforderung. Was ist das? Min, Max. Je größer, desto größer die Belohnung. Okay. Starten wir mal bei der Hälfte. Schaden im Kampf. Was weiß ich. Ich glaube, wir hauen einfach mal Fraktion. Was kann man da denn machen? Rot. Achso. Ja, rot ist gut. Was ist das? Totenkopf. Oder was gibt's noch? Skorpion, Spinne. Ne. Jo, kariert. Wir nehmen mal einfach den Totenkopf hier. So, Spezialisierung, Combat, Entdeckung, Aufträge, Handel. Ach du meine Güte, ich glaube, wir lassen einfach mal alles, wie es ist. Einfach nur, um zu gucken, ne? Was? Rumpf, Segel, Geschwindigkeit, Wendigkeit, Genauigkeit, Diplomatie, Zugewinnrate 100. Achso, okay. Ich glaube, wir stürzen uns einfach mal ins Spiel, ne? Ich lasse einfach mal alles auf Standard und wir gucken mal. Seed, okay, Weltgröße, 25-25 war eingestellt. Lassen wir mal einfach so. Vielleicht ist das groß, vielleicht ist das klein. Sieht eher hier aus wie so ein Spinnengewebe. Was soll das hier sein? Blau, irgendwas da? Oder sind das Spielerstartpunkte? Was weiß ich. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier tun müssen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Nordisches Klima, irgendwas da. Generierte Welt, Region. Für mehr Informationen mit der Maus auf die Region zeigen. Ah, okay. Okay, verstehe. Eine Fraktion wählen. Eine Anfangsstation durch Mausklick auf eine farbige Position wählen. Rot. Die SV Land bekannte Fraktion ist stolz auf ihre Flotte und natürlich auf ihren Willen und Fähigkeit feine. Okay. Sie tendieren daher immer ein wenig zu roher Gewalt. Okay, und die hier? Fangen wir mal gleich mit Gewalt an. Forschung und Entdeckung. Okay, und die Gelben? Verhandeln. Wir nehmen Rot. Volle Kanne. Jawohl, auf geht's. Aha, da ist ja schon unser Schiffchen. Ahoi, Captain. Moment, wir werden hier einfach reingeschmissen. Was können wir jetzt hier machen? Die Stadt wird mit dem Klick auf dem Stadtsymbol ein- oder aus betreten. Je größer die Stadt, desto mehr hat sie zu bieten. Heißt das, wir betreten die jetzt erstmal? Gut.
Gegenstände können in der Rubrik Lager, Geh oder verkauft werden. Wow, sind hier viele Fische. Was ist das? Achso, ein Schiff. Da sind wahnsinnig viele Fische. Und zwar alle auf einmal. Was kann ich jetzt? Achso, Salz, Fleisch kaufen, weil ich es nichts habe. Und hier, wenn ich das hätte, könnte ich es hier verkaufen, ne? Für was auch immer. Kaffee. Sounds, heißt die Stadt so, hat zu viel Obst. Hier kaufen und woanders einen saftigen Gewinn erzielen. Ah, okay, was man hier, was die Insel zu viel hat, kann man dann hier kaufen und wo, achso, das sind so Handelgeschichten, ne? Gegenstände, was gibt's hier? Wir müssen uns das erstmal alles angucken, ne? Ich habe hier überhaupt keine Ahnung, wieso wird das Schiff da angezeigt? Ist das unser Schiff? Entdeckt, Lynford. Dieses Schiff da oben auf der Karte hat Lynford entdeckt. Kapiere ich nicht so richtig. In der Rubrik Gerüchte sind Tipps für den Warenhandel zu finden. Wo sind denn Gerüchte? Öffne die Regionskarte durch einen Klick auf die Minikarte. Moment, ich wollte hier eigentlich nochmal alles durchgucken. Aufgeweckte Mannschaft. Drei erfahrene Mannschaft, ne? Ausgerüstet. Also das befindet sich alles am Lager, ne? Nee, doch. Das ist mein Schiffchen. Seid gegrüßt, Jace, hat er gesagt. Okay. Passagiere für was? In der Rubrik Gerüchte. Wo ist denn Gerüchte? Ach, da unten. Lies doch einfach. Grüße 8 bis 10, noch 23 Aufträge, okay? Reis aus Seance wird in Ledonboro einen schönen Profit ab. Also müssten wir eigentlich Reis kaufen, ne? Wo ist denn? Wieso fahren hier schon so viele Schiffe von mir rum? Verstehe ich noch nicht ganz. Okay. Tresor. Jede Stadt hat ein Tresor für persönliche Gegenstände. Nur Schiffe des Spielers haben Zugang. Ah, ich kann überall was lagern. Das ist gut. Ich habe dafür mehrere Truhen hier unten zur Verfügung. Und Aufträge findest du aktuelle Aufträge. Aufträge sind immer mit einem Gegenstand im Laderaum verknüpft. Ach so, okay, ich kann dann hier irgendwas irgendwo hin befördern. So, ich sollte jetzt hier draufklicken, hat er gesagt. Lynford, Ziel setzen. Okay, dann fahre ich offensichtlich los, ne? Kann ich, was ist das? Rücksichtsloser Kugelhagel. Das ist irgendwie, wenn ich kämpfe, ne? Mit einer extra Ladung Schwarzpulver, was ist das? Daneben Reparatur. Taste R und hier gibt es keine Taste. Spieler, Instanz, Schnellreise. Talente? Ah, okay. Ein Talentbaum. Offensive, Verteidigung, Unterstützung. Und das hier ist Notreparatur. Achso, das sind die ganzen Skills. So, jetzt verstehe ich aber nicht so ganz. Kann ich das Schiff? Da treibt was. Zu weit weg? Dann fahr doch los. Muss ich denn hier selber steuern oder was? Ah. Mit WASD? Ist ja lustig. Allzeit gute Fahrt. Um meinen Gegenstand auszurüsten, öffne ein Inventar und drücke dann. Oh, nicht dagegen fahren. Anhalten. Ah, Leertaste ist anhalten. Moment, da sammle ich auch noch auf hier. Holz und Geld. Schwimmt hier so rum. Cool. Inventar ist wie? I. I wie Inventar. Was habe ich denn hier aufgesammelt? Captain Rosso. Rassoschia? Alles klar. Aufstrebender Kapitän. Habe ich den gerade aufgesammelt? Echt jetzt? Die Tastenzuordnung kann jederzeit mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Schaltfläche angepasst werden. Tastenzuordnung. Wieso Tastenzuordnung? Ich bin doch jetzt hier im Menü vom Schiff, oder? Was? Hä? Panzerung, Geschwindigkeit. Gut gelaunte Mannschaft. Alles klar. Ach so, Teakholzrumpf. Okay, das kann ich alles upgraden irgendwie. Ich habe 108 Holz. Fracht habe ich keine, außer den da.
Weiße Fahne. Das Schiff muss zuerst an einem Hafen andocken. Okay, dann kann ich wohl die Mannschaft runterwerfen, oder wie? Ich verstehe immer noch die Sinnhaftigkeit. Nicht. Muss ich jetzt hier fahren und sammeln, oder wie? 40? Oder wollen wir das mal gleich machen, was er da gesagt hat? Wollen wir mal Reis kaufen und dann zu diesem... Kann man das denn auf der Karte sehen? Lynford? Ne, das kann man gar nicht sehen, wo ich da hin soll, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Entdeckungstour. Das Spiel wirft uns einfach hier so rein. Vielleicht muss ich da direkt einen Auftrag annehmen. Kann das sein? Auf jeden Fall sieht das hier richtig gut aus, oder? Ich finde das hier richtig... Das Wasser ist gut gemacht. Die Fische hier, ein paar Vögelchen, ein paar Möwen. Ich will die Tasten nicht zuordnen. Ach, hier drauf die Tasten. Okay. R und V. Ja, aber ich will doch gar nicht kämpfen. Elbenmill. Hallo, Elbenmill. Ich glaube, ich muss einfach Aufträge erfüllen, oder? Ja, los, wir nehmen einen an. Und fangen einfach mal an. So. Entdecken können wir ja nebenbei, ne? So, müssen wir denn da ganz parken? Nö, ne? Die Stadt wird mit einem Klick auf das Stadtsymbol und Haus betreten. Das ist die Stadt, okay. Das habe ich im Lager. 101 Kapitäne? Verstehe ich nicht. Ach, das ist ein Geld wert. 101. Verstehe ich immer noch nicht. Mehr Kreuzfahrt. Bergegut. Okay, was muss ich damit machen? Auftragsdetails. Oho, Kapitän. Lust auf eine Reise zusammen mit einigen angetrunkenen Landratten zu den Sehenswürdigkeiten dieser Region. Anscheinend wollen wir sie für ein bisschen Seeluft schnuppern auch noch gut bezahlen. Aber es kommt noch besser. Sie möchten miterleben, wie wir eine Piraten versenken. Interesse? Njam, 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 njam. Wat? Kämpfen? Erfülle ein weitere Mission oder schließe einen weiteren Handel ab in derselben Stadt. Bonus, erbeute etwas Interessantes aus einem Schiffswrack auf deinem Weg. Ja, los, machen wir. Optimalen Gewinn erzielen, wenn man mehrere Aufgaben oder Warenlieferungen das gleiche Ziel haben. Was habe ich denn für ein Ziel? Das ist mein Ziel. Lynford. Hey, Lynford. Okay, habe ich hier noch irgendwas mit? Piraten zur Strecke bringen. Wo kann ich das machen? Ich nehme einfach mal an, ne? Was muss man hier machen? Auftragsdetails. Der städtische Kartograf versucht, eine vollständige Karte hierhin zu erstellen. Ist sich aber nicht sicher, wo genau die Stadt zählen. Wo findet er? Bietet eine Belohnung für denjenigen an, der bereit ist, sie für ihn auch zu entdecken. Zerren hat doch gerade einer gefunden. Zerren. Ja, los. Wir haben jetzt hier alles angenommen, oder wie? Annehmen. Da ist es. Gut, wenn ich will, ne? Wenn ich will. Ja, aber ich muss erstmal einen Piraten zur Strecke bringen. Wie geht das? Wo finden wir denn einen Piraten, bitte? Dann nehmen wir einfach los, Gurken, oder wie? Oh, da. Ist das ein Navi, oder was? Ein Navi-Pfeil. Los, mitnehmen. Bringt mir ein neues. Leer? Was ist leer? Schnapp ist leer. Ich fahre einfach mal dem Navi-Dingen hier nach, ne? Danke. Was ist das Schwarze? Schwarzpulver? Schießpulver. Wow, ist das hier eng. Moment. Un momento, por favore. Holz und Geld. Hier schwimmt ganz... Oh, hey, Kapitän. Allzeit gute Fahrt. Ja, danke, danke, danke. Sehr nett. Sehr nett. So... Oh, da haben wir, was ist das alles? Ich guck mir das mal an. Was hier alles rumtreibt. Wahnsinn. Moment, was habe ich denn da? Was ist das? Was ist das? Das sollte man näher untersuchen. Hey. Einnehmen? Kapitän, eine Stadt in der Nähe wurde von Piraten eingenommen. Bist du...
Bis du sie zurückeroberst, wird der sinnvoll von weiter beraten Schiffen aussenden. Ne, die haben eine Stadt eingenommen. Finde sie und mache einen Spuk ein vor allem an der Ende. Ja. Die Schwarze da unten. Wie, was, wo, wie mache ich das? Ich muss erstmal hier einen Piraten besiegen, oder wie? Oder wie stellt ihr euch das vor, Freunde? Kann ich überhaupt schießen? Ja, muss ich ja. Ich habe ja hier R und V, ne? Also R, V, was war noch? Also Kugelhagel und hier ist eine Sandbank. Kann ich da drüber? Ja, das geht wohl noch mit dem kleinen Schiffchen. Mitnehmen. Ist das ein Pirat? Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Was macht der da? Handelt der? Die Stadt wird mit dem Klick auf das Stadtsymbol ausbetrieben. Achso, schon wieder eine Info. Razzia. Ein Rum auf dich, Jace. Danke. Sind die alle nett? Wo muss ich hier eigentlich hin? Da ist ein Pirat. Wir haben den ersten Piraten gefunden. Zu weit weg. Ja. Angriff. Ein Frontalangriff. V. Jawohl. Jawohl. Immer Ruf. Immer Ruf. Also ich weiß jetzt nicht, was ich tue, ehrlich gesagt. Bäm, bäm. Ich klicke immer auf den und fahre im Kreis. Weil er das auch macht. Ich drücke immer V. Yes. Meine Katze brennt. Das ist gut. Voll. Nee, nicht auf Grund laufen. Hick. Also ich muss schon breitseitig stehen, sonst treffen die Leute nicht. Und versenkt. Oh. Wie? Okay. So, nee, Moment. Da sind Piraten. Ich muss die Stadt zurückerobern hier, ne? Da, Ziel setzen. Darf ich das mal kurz erledigen hier, bevor ich was anderes tue? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schaffe. Reparatur. Durch Bewegung abgebrochen. Achso. Reparatur? Ah, das kostet Holz. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Man sollte sein Holz also nicht verscherbeln. Wenn man kämpfen möchte. Habe ich da jetzt. Hatte ich vorhin auch schon ein Sternchen? Da war gerade ein Sternchen über meinem Namen. Ich bin verwirrt. Okay, hier sind überall rote Schiffe da unten. Das ist schlecht, weil die da. Ist die Geburtsstadt, ne? Und da sind aber auch viele rote. Ich mische mich da mal ein jetzt. Oh, hier geht's ab. Hier geht der Boss ab, Freunde. Da ist einer. Landratten, ahoi! Scht, Feuer! Oh, nochmal! Hallo? Die Kanonen sind auf kein Ziel gerichtet. Ich stehe doch gleich neben denen. Zu nah dran auch noch. Alles klar. Reparatur. Die reparieren sie jetzt alle. Sehr lustig. Sehr gut. Jetzt habe ich zwei Sternchen. Da kommt der nächste. Leute, helft mir. Den schaffe ich nicht alleine. Ja, vielleicht auch doch. Ruf da. Oh, verdammt. Wo ist der Eimer? Ja, wir sind ein gutes Team. Hier ist ein Wrack. Hey, weg da. So, ich muss mich reparieren. Ist ja voll die Action hier. Wir haben noch nicht einen Auftrag erledigt.